Am Rande von Hamburg wird seit einigen Monaten der Anbau von Cannabis erprobt. Die Ergebnisse sollen künftig Cannabis-Clubs helfen, nach der Legalisierung möglichst schnell anbauen zu können. Cannabis-Ernte im Gewächshaus des Cannabis Social Clubs Hamburg. Andreas Gerhold und seine Kollegen sammeln hier ein, was schon bald in ganz Deutschland legal sein soll. Im Rahmen des Testprojekts werden hier zwar nur THC-freie Pflanzen angebaut, der Prozess ist jedoch der gleiche. Das ist jetzt hier der nächste Arbeitsschritt, die Trocknung. Da wird jetzt noch ein bisschen nachgearbeitet an den Pflanzen. Das nennt man Trimmen, wenn man die Blätter wegnimmt. Dann kommen sie für eine bestimmte Zeit unter kontrollierten Bedingungen in eine Trocknung. Und auch das sind Arbeitsschritte, die wir jetzt einfach mal erproben wollen mit Material, das jetzt einfach eigentlich nicht für uns tauglich ist. Dabei wurden bewusst auch Fehler in Kauf genommen. Ein Teil der Ernte ist beispielsweise von Schädlingen befallen, wäre für den späteren Gebrauch verdorben. Ausfälle, die einen Cannabis-Club im Ernstfall vor existenzielle Gefahren stellen würde. Durch die Erfahrungen des Testprojekts sollen Clubs in Zukunft unterstützt werden können. Denn der Anbau allein ist nicht die einzige Hürde. Momentan sieht es so aus, als ob die Sicherheitsanforderungen immens sind, völlig übertrieben. Wir müssten hier riesige Zäune quer übers Feld ziehen, was nach Umweltschutzgesetzen gar nicht zulässig ist. Sie müssen unheimlich viel Buchführung führen. Sie müssen Pflanzen in einer Größenordnung anbauen, das sie noch nie gemacht haben. Und wir unterstützen sie dabei. Das heißt, du kommst hier als CSC und du bekommst ein Gewächshaus, eine Bewässerungsanlage, Düngung, Rat im Pflanzenschutz und einen Haufen Experten und Fachkenntnis, um deine Pflanzen dann perfekt anzubauen. Die Nachfrage ist groß. Zur Ernte kamen verschiedene Cannabis-Clubs aus dem Norden zusammen, besprachen auch, wie groß der Aufwand des Anbaus wohl sein wird. Denn dabei sind sie auf sich allein gestellt. Der derzeitige Gesetzentwurf verbietet zum Beispiel die Anstellung von professionellen Gärtnern oder sonstigen Dienstleistern. Die zusätzlichen Bannmeilen erschweren die Standortfindung. Das sind alles Unsicherheiten, die ich meinen Mitgliedern und auch anderen CSCs nicht empfehlen würde. Unter den derzeitigen Bedingungen würde ich keine Anbaulizenz beantragen. Und tatsächlich setzen wir jetzt unsere ganze Hoffnung auf das Parlament. Der Bundestag, die Parlamentsfraktionen haben die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen und dann ein geändertes Gesetz zu beschließen. Und da hoffen wir jetzt, dass es jetzt noch umsetzbar gemacht wird. Ein Faktor, der bereits geändert wurde, das Transportverbot scheint aufgehoben. Soll heißen, selbst wenn der Anbau so wie hier am äußersten Stadtrand geschieht, dürften die Cannabis-Clubs innerorts eine Abgabestelle einrichten, in der das Cannabis von Mitgliedern abgeholt werden kann.